Hallo und herzlich willkommen zurück zu Throne of Liberty. Ja, ihr seht schon an meinem Gesicht, sie ist sehr fröhlich. Also nicht an meinem Gesicht, an ihrem Gesicht. Sie ist sehr fröhlich und sie sieht auf jeden Fall wesentlich besser aus als beim letzten Mal. Ich habe es dann doch gemacht, auch wenn ich es eigentlich nicht wollte und habe ein bisschen Geld ausgegeben. Hoppala, um meine Optik nochmal zu ändern. Wie ging das mit Alt? Kann ich das feststellen? So. Und da kommt auch mein Begleiter. Hat ein bisschen länger gedauert, bis das Ganze erstmal geladen war, habe ich so das Gefühl. Deswegen waren ja auch keine anderen Leute. Ja, wir sind jetzt quasi im Zielhafen angekommen. Und ich hasse es, wenn dann immer so viele Leute irgendwo sind und ich nicht weiß, was ich jetzt eigentlich machen muss. Befrage Lagerverwalter Melki. Ist das das, was so pulsiert? Ja, da steht's doch. Ich wollte gerade sagen, ist das das, was hier so pulsiert? Oh, was ist das denn? Moment. Have you tried using the storage? It's very convenient. Was? Solch niederträchtige Abschaum verdient es, in zwei gerissen zu werden. Okay. Reißt diese unansehnliche Statue ab. Dämon von... Flammendes Schwert. War eine Marionette. Was meinst du damit? Okay. Also wir haben auf jeden Fall ein Buch gesammelt. Das ist der Händler hier. Welcome, brother. First time in Castleton? Well, if there's anything you want to know, ask away. Ja, wäre schön, wenn du das auch auf Deutsch sagen würdest. Ich bin auf der Suche nach Martinet. Ich habe keine Ahnung, von wem du redest. Von meinen Freunden heißt jedenfalls keiner so. Wenn du nichts deponieren willst, hau ab. Ich habe dieses Zeichen von Clay. Oh, das gehört echt Clay. Mann, du kennst Clay. Martinet muss untertauchen. Du musst mit der Priesterin sprechen. Okay. Wachstumsmeilenstein. Über F9 können Spieler beliebige Inhalte, Fortschritt des Charakters zugreifen. F9? Aha. Erklärung des Kräuterkundigen abgeschlossen. Laisan ist ein Raid. Wollen wir nicht? Oh, Belohnung einfordern. Belohnung hört sich mal gut an. Kampfpass, Hut bearbeiten, Laden, Spiegelboutique. Okay, also sonst ist hier nichts Wichtiges drin. Dann müssen wir... Was ist denn das für ein Stein hier? Lord Hobbs of Laslin resisted Revolupius, who had usurped the throne. But his dominion was taken by the Arcium Legion. However, Laslin was freed again by the Founder's Order, led by Captain Da Vinci, and the Laslin Allied Resistance Forces were founded here. Mhm. Region offen. Öffne die Karte, mehr konnte ich nicht lesen. Ah, das ist auf jeden Fall alles hell. Du kannst die Karte bewegen. Was ist das hier? Wegpunkt der Goldrockenfeldere. Also ich vermute mal... Wegpunkt, genau. Ich vermute mal, das ist dann was, wo man dann hin und her porten kann. Dass man das jetzt freigelegt hat. So richtig erklärt wurde es jetzt nicht, aber... Du musst die Priesterin sein. Sprich mit der Priesterin. Die sieht cool aus. Von der muss ich auch mal... Es tut mir leid, wenn ich immer Screenshots mache, aber ich finde die Optik von den ganzen Leuten so cool. Kann ich dir helfen? Ich habe Clays Zeichen und ich... Das ist Clays Zeichen. Einer offenbart die Wahrheit auf geheimnisvollen Wegen. Ich sehe, du hast nichts Böses im Sinn. Ich möchte Martinet treffen. Martinet versteckt sich derzeit. Du benötigst ein geheimes Passwort, um sie zu treffen. Eine Sicherheitsmaßnahme als Schutz vor dem Zugriff Arkholms. Was soll getan werden? Um den ersten Teil des Passwortes zu erhalten, sprich mit dem Gemischtwarenhändler vor Ort. Sag, dass du auf der Suche nach einer roten Blume bist und zeige Clays Zeichen. Dann erhältst du den Teil des Passworts. Okay. Händler vor Ort, Händler vor Ort. Das ist...
kann ihn noch nie sehen. Achso, hier ist Scott. Take a gander before you head off and do you need anything? Ich suche nach einer roten Blume. Ich habe dieses Andenken. Yes, welcome. Ah, good. I see you have Clay's token. Suspicious folk have been asking about Martinet lately. We suspect they're with the Archeum. I don't know what those Archeum bastards want with her. But under these circumstances, we have no choice but to be wary of outsiders seeking Martinet. Wo finde ich Martinet? Oh, sorry for stalling. You need the rest of the passphrase to find Martinet. The first part of the phrase is the light fragment. Ask the skills researcher for the other half. Don't just say you're looking for a red flower. Okay. Also den Fähigkeitenforscher. Der ist da. Was ist das am Haken? Ich denke mir mal, das ist, weil so viele Leute hier sind. Do you want to learn a new skill? Ich suche nach einer roten Blume. So, Clay sent you. The second half of the password is whispers. You want to meet with Martinet? Head to the Castleton Infirmary on the north side of town. Say the password, and you'll be allowed to enter. Okay, verstanden. By the way, many of the townsfolk, including myself, have been brought to health by Martinet's healing skills. Please take care not to let anything happen to her. Keep an eye out for anyone suspicious on your tail, just in case. At first, Melky pretended not to know anything about Martinet. It turns out she had gone into hiding, fearing the Archeum Legion. When you showed Clay's token to the villagers, told you where to go, and gave you the full password, the light fragment whispers. Komm ich denn daran? Die Wölfe waren zu stark. Sie kamen alle gleichzeitig angerannt. Und ich habe doch nur mich doch nur darauf vorbereitet, jeweils einen zu erwischen. Liegt es daran, dass sie Lunte gerochen haben? Warum schwärmen sie so aus? Ich bereue es zutiefst, in der Hirschhornschenke übernachtet zu haben. Wer sagte doch gleich, dass jene im Jagdwettbewerb erfolgt haben werden, die die ausgestopfte Wolfsnase über dem Grill berühren? Was für eine Lüge. Wenn ich den in die Finger kriege, dann kann er sich auf was gefasst machen. Okay. Folgt mir irgendjemand? Das sind wahrscheinlich die Namen von den Leuten, oder? So, das Lichtfragment flüstert. Die dunkle Masse schreit. Hört sich aber auch lustig an. Du bemerkst jemanden hinter der Tür und hörst, wie sich ein Schlüssel im Schloss dreht. Schwester! Ich dachte, Martinet ist ein Mann. Schwester, du siehst genauso aus wie ich. I haven't seen you around before. So what brings you here? Das ist Clays Zeichen. I see. Clay sent you to me because of my research. The truth is, my sister Adriana also suffers from bouts of mana frenzy. I've been searching for a cure. If you're suffering from the effects of mana frenzy as well, a mana calming potion can alleviate your symptoms. I'd brew one for you, but I just used my last batch of ingredients. And unfortunately, I must stay here for the time being. Ich hätte die Haare auch so ein bisschen knalliger machen sollen wie sie, aber egal. Lass mich die Zutaten besorgen. Then I'll tell you where to go and what I need. Head to the Golden Apothecary in the Golden Rye Pastures. You'll be able to find some rancid powder. Bring me some rancid powder and I'll make you an improved mana calming potion. Okay, ich mache mich gleich ans Werk. You know how to use waypoints, right? If you aren't sure, go ask Priestess Grace. Using them makes it a breeze to return after procuring materials. Oh dear, you look... Your symptoms are clearly getting worse. Hurry, bring me some rancid powder. Okay, 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 mach ich. Wer bist du denn? Bist du hier die Wache? So. Castleton Infirmary has been closed for some time.
due to rumors that the Archaeum Legion was hunting Martinet. It was to trick them into thinking that Martinet, who had worked as a healer there, had left. While in hiding, she is still researching a cure for her sister's star fragment side effects. Öffne das Hauptmenü. Ja, ich rede erstmal mit ihr. Ich habe eine Frage zu den Wegpunkten. Waypoints are one of the greatest implementations of Venelux magic. They allow you to instantly traverse from one location to another. Originally, teleportation was a spell that only the most skilled wizards were able to cast by creating distortions between spaces using the elements of wind and earth. It was the wizard Clay who completed the schema to make waypoints so that teleportation could be accessible to everyone. Anyone can use a waypoint without any special training. Try placing your hand on the waypoints in the plaza and at the Golden Rye pastures. Afterwards, talk to the resistance officer Ashton. He'll explain the rest. Widerstand hört sich immer gut an. Jetzt muss ich das nochmal machen. Ist doch so euer Ernst. Okay, also ich nehme das zumindest zurück, dass ich eben... Möchtest du dich noch einmal umsehen? Das weiß ich nicht. Freigeschaltet habe ich den ja schon. Berühre einen gesperrten Wegpunkt, um die Region auf deiner Karte freizugeben. Verwende Wegpunkte auf der Karte M, um in andere Regionen zu teleportieren. Ich wollte das hier schließen. Das ist wieder ein bisschen seltsam gemacht. Okay, also... Ist jetzt hier noch irgendwas, wo ich hin muss? Das ist eine Arena. Arenen interessieren mich nicht. Ich will die Story genießen. So, das ist der andere Wegpunkt. Aber ich soll das ja eigentlich... Ich meine, ich habe es ja eigentlich schon gemacht, dass ich da drauf geklickt habe. Keine Ahnung. Ich sag jetzt mal, wir müssen uns nicht mehr umsehen. Lord Hobbs of Laslin resisted Revolupius, who had usurped the throne. Ja, haben wir schon gesehen. Revolupius. Muss ich das jetzt verstehen? Okay, dann gehen wir einfach mal zu dem anderen. Also keine Ahnung, warum er mir jetzt immer sagt, immer das Gleiche sagt da. Halt, stopp, was war das? Bericht. Alter Geheimdienst, 61-2. Die Archaeum-Region wird in 10 Tagen mit einer Invasion Laslans beginnen. Den Anfang macht Castleton. Sagt es dem Widerstand, sollte es dem Widerstand nicht gelingen, sie aufzuhalten, wird Solisium bald unter Casas Kontrolle fallen. Gemeldet von R. Okay, lass mich das mal hier eben so. Okay, nicht alle 2 Sekunden hier was aufgeplüppt kriegen. Ich meine, ich finde es gut, dass die Sachen erwähnt werden und so, dass es erklärt wird. Und ich muss natürlich auch zurücknehmen, was ich eben gesagt habe, weil es wurde letztendlich jetzt doch erklärt, wie das mit dem Wegschreien funktioniert. Wobei, naja, sind wir mal ehrlich, es funktioniert halt überall gleich. Und wie kann ich diesen dämlichen Chat da unten eigentlich loswerden? Das würde mich mal interessieren. Gefährlicher Pflücker? Ey, hier sind ja nur Feinde unterwegs heute. This was once the most prosperous granary in Laslin, but after the cursed rain came, it became infested with strangely enlarged pests. People tried to solve the problem by employing the power of free wizards, but the free wizards' clumsy magic only made things worse. Das ist immer gut. Wenn sich Leute irgendetwas annehmen, von sie keine Ahnung haben. Introduced waypoints as a great integration of Venelux magic. Teleportation was a rare skill that was only used by a few wizards. When the wizard Clay completed the schema for waypoints, it enabled anyone to teleport freely. Besorge eine Seite aus dem Sammlungskodex. Also diese Erkundungskodex, keine Ahnung, das sind jetzt Sachen, die man hier machen muss, wenn ich das richtig verstehe. Ist schade, dass die immer nur auf Englisch reden und keinen Untertitel davon haben, weil ich verstehe sowieso meistens nicht, was die da sagen. Ach so, oh, nee, jetzt habe ich auf Windows gedrückt, das wollte ich nicht.
Mit F11 war das, genau. Moment, Charakterinformationen. Ja, das wissen wir, wissen wir. Wissen wir, glaube ich, nicht, aber... Okay, einmal Stärke. Ich habe aber auch nur einen Punkt, ne? Stärke. Anwenden. Mach das doch mal weg, dass ich ja auch was drücken kann. Das ist ja jetzt nicht so schwer, mal eben zwei Tasten zu drücken. Haben wir denn hier noch irgendwelche eine Ausrüstung? Ach nee, wir haben den... Den Bogen hätte ich schon gerne da drin. Da haben wir nichts zur Auswahl, so wie das aussieht, ne? Okay. Das heißt, ich muss jetzt da hinten hin. Was muss ich denn da machen? Ich muss mit dem Typen reden, hat nie gesagt, ne? Ist der da hinten? Mal schauen. Ich hab's aber irgendwie schon geahnt. What should I do? Kräuterkundler Lehrling. How can I help you? Wer macht hier die Kräuterkunde? Do you need something from the master? Ich brauche etwas ranziges Pulver. Rancid powder? Well, I know how to make it, but no. Please forget what I just said. Kannst du es herstellen? I can't. I haven't received the master's approval yet. What if I just tell you the ingredients you need and you can gather them and find them yourself? Nenne mir die Zutaten. Collect decomposed hearts from violent harvesters, poison stingers from wasps and contaminated horns from scarabs. Okay, die Wespen habe ich zumindest schon mal gefunden. Gefährliche Pflücker waren auch da. Die anderen habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Come back here with all of those and I'll give you the last ingredient. Then, if you take all the ingredients to Windhill Shores and find my master, he'll make the powder for you. An der Windhügelküste, okay. In the apothecary at the Golden Rye Pastures works the always gloomy Oliver, the herbalist's apprentice. Oliver has been an apprentice there for some time, though he has yet to gain the approval of his master. You've heard that the locals pitied the outstanding apprentice, a gifted student who suffered under his eccentric master. Oh. Wie kriege ich die Sachen denn? Wo ist denn jetzt das von dem Skarabäus, was ich hier eben... Habe ich das jetzt schon? Giftstachel, kontaminiertes Horn vom Skarabäus, gefährlicher Pflücker. Aber ich brauche zwei davon. Also ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich hoffe, dass man den anderen nichts wegnehmen kann. Also dass jetzt keiner meine Sachen weggenommen hat. So, Giftstachel, Wespe brauche ich nicht mehr. Oh, Skarabäus. Habe ich das jetzt vom Pflücker auch bekommen? Nee. Na toll. Das ist ein defekter Pflücker. Den wollte ich nicht, aber egal. Komm mal ein bisschen weg von dem Wespenkorb da hinten. The main ingredients for rancid powder can be acquired from harvesters and insects in the Golden Rye pastures. They are the decomposed heart of a harvester, which controls magical power. A wasp stinger, which controls magical toxicity, and a contaminated scarab horn, which has a tonic effect. These ingredients are highly toxic on their own, but highly effective together. So, wie bedingt man die Wegpunkte? Das war zwar jetzt nicht das, was ich jetzt machen wollte, aber den habe ich anscheinend übersehen. Ah, looks like it's your first time using a waypoint. If you place your hand on a waypoint, the schema will be activated. And the stone will glow blue. Open your map and select a waypoint activated with blue light. You will be instantly transported to that location.
Also ich kann, wenn ich das richtig verstanden habe, nur von Wegpunkt zu Wegpunkt teleportieren, ja? Once you place your hand on a waypoint, it will glow with blue light, activating the schema. Hier kannst du deine endgültige Belohnung wählen. Moment. You can instantly travel to that location. Finale Belohnung. Ein Hut oder ein Hut. Magischer Hut, Nahkampfverteidigung, Fernkampfverteidigung. Ist aber alles gleich. Dann nehme ich doch den magischen Hut. So, Belohnung einfordern. Können wir hier auch, so wie es aussieht? Gestalt wandeln. Du hast eine neue Gestaltwandlung erhalten. Du kannst deine Gestalt wandeln, indem du das Erscheinungsbild deines Charakters wechselst. Du kannst deine Gestaltwandlung im Spezialtab in deinen Verwandlungsbildschirm einsehen. Mehr anzeigen. Jetzt zeigt mir jetzt nicht wirklich mehr an. Ich will eigentlich nur da reingehen. Wie war das? F11? Fähigkeiten. Irgendwie ist der Leitfaden nervig, andererseits aber auch ganz nützlich. Sobald du genug Materialien für das Wachstum einer Fähigkeit hast, erscheint die Schaltfläche Fähigkeit wachsen lassen. Klicke auf die Schaltfläche, um deine Fähigkeit auszubauen. Kann ich die jetzt alle machen oder... Inferno-Welle, das hört sich gut an. Brandbomben. Entfernung 16 Meter. Angriff ist klar. Ressourcen 200 Mana. Was war das? 16 Meter. 16 Meter. Erzeugt eine Feuerexplosion, die allen Zielen in einen Radius von 3 Meter Schaden in Höhe von 260 Angriffe auf Gegner. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an, finde ich. Und das gehört zum... Ich nehme das. Komm. Muss ich da drauf drücken? Muss ich da... Greife dreimal in Folge an. Machen wir das auf 9. Können wir das jetzt irgendwie... Ah, okay. Präzisionspunkt. Stürme in die ausgewählte Richtung. Ja gut, das kann erstmal raus. So. Todesschlag. Oha, okay. Bedingungen zum Freistalten. Stufe 15, okay. Charakterinformationen. Wir haben einen Hut, den ich gerne reinlegen würde. So, ich habe übrigens ausgeschaltet, dass man den nicht sehen kann. Also hier unten, das war stand am Ich auf an. So wäre das dann, wenn der an wäre, aber ich möchte natürlich nicht, dass man den sehen kann. Was ist das denn? Achso, das ist ein Mantel, okay. Gut, die Erklärung des Kräuterkundigen. Sprich mit dem Verwalter, Inhaltsdetails, Standort. Standort ist wahrscheinlich da hinten. Das ist ja der andere Kräuterkundler, ne? Wir haben jetzt die Sachen hier zusammengesammelt. Und theoretischerweise... Oder? Ne, der führt uns woanders hin. Er führt uns aber auch sehr lange dahin. Was ist mit Goblins? Hier, ich mache euch mal ein bisschen Feuer. Oh, Moment, was habe ich jetzt gemacht? Aktionsmodus? Oh, scheiße. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verstellt. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich nur das Ding schließen. Oh shit, ich hoffe, das ist noch alles so, wie es vorher war. Ich weiß auch gar nicht, was ich gerade gedrückt habe, wenn ich jetzt ehrlich bin. Oh, diese Chimäre oder was auch immer das ist, sieht so geil aus. Wobei Chimären, haben die nicht eigentlich 2 oder 3 Schwänze? 12. Oktober 1190. Ich habe meine treuen Jagdhunde Leo und Arthur heute im Vorgarten begraben. Sie starben, als sie tapfer gegen den riesigen Skarabäen kämpften, die meinen jüngsten Sohn angriffen. Der Abenteurer, der meinen Sohn gerettet hat, berichtete mir von allem, was sich ereignet hatte. Es gibt nichts mehr, das mich in diesem Land hielte.
Die Roggenfelder werden von gefährlichen Monstern heimgesucht und wir werden von riesigen Wespen belagert, die ganze Bienenstöcke am Stück verschlingen können. Die Feldfrüchte... Ach, deswegen auch Bienenstock und die Wespe kam noch raus. Die Feldfrüchte wachsen auch nicht mehr so gut wie früher. Es wird Zeit, diesen Ort zu verlassen und woanders ein neues Leben zu beginnen. Ich werde meine Sachen packen und mich nach Norden aufmachen, sobald die Sonne aufgeht. Traurig, traurig. So, kann man das eigentlich beeinflussen, dass das nicht so komisch verschwommen ist, wenn man läuft? Weil wenn ich so stehe, ist es ja doch wieder scharf. Hallöchen. Welcome to Mandrake Farmstead, where we grow them with love from seed to harvest. If it's fresh mandrakes you need, you've come to the right farm. Ich suche nach Araunenwurzeln. Ah. Oh my. I've just run out of roots. How about collecting as many as you need yourself? And in exchange, you can have everything for free. Na gut, dann ernte ich sie eben selbst. Then try harvesting the roots from the mandrakes planted out in the field. Oh, by the way, mandrakes will turn violent when you try to harvest their roots, so be extra careful. Also so ein bisschen wie bei Harry Potter. Oh, das sind die Araunen. Okay. Hallo. Na gut. Du kannst verschiedene Herstellungsmaterialien je nach Wetter. Okay, das ist schön. Ich möchte die aber trotzdem sammeln. Brauche ich nur eine? Achso. Also, ich brauche nur eine. Och, jetzt hätte ich den fast versucht einzusammeln. Warum ist das da so komisch schwarz am Leuchten, wo ich hin muss? Sprich mit der Erforscherin. Hallo. Hä, was ist jetzt los? Wieso werde ich hier wieder zurückgesetzt? Seid ihr doof? While you search for treasures hidden in ships wrecked by storms and chests that have been drifting, you will encounter the masters of the coastline. From a distance, they look like normal crustaceans, but when you get up close, you'll find they pose a greater threat than you anticipated. Okay. Sprich mit dem Kräuterkundler. Achso, der ist hier. So. What brings you here? Bitte kombiniere diese Zutaten. Huh? These are the ingredients needed to make rancid powder. Martinet must have sent you. But how did you know about these ingredients? Von deinem Lehrling. Oliver, that clever boy. How did he figure this out already? He's quite bright. Ja, Oliver verdient definitiv ein Lob. Herbalists have to go to perilous places to acquire ingredients. But Oliver can't even stand the sight of a mere ant. I'm waiting for him to overcome his fears. Was? Das wusste ich nicht. Well, I'll make the rancid powder for you right away. It must be urgent for you to come all the way out here. But look at me, rambling on. Here's your rancid powder. Planning to go straight back to Martinet? In that case, why don't you try opening your map and teleporting to Castleton? Ja, das hatte ich vor. After acquiring the last ingredient from the Mandrake Farmstead, you were able to meet the herbalist Wilson.
He always entrusted the apothecary to his apprentice and collected herbs alone. He had to venture to all sorts of dangerous areas to get medicinal herbs, but his pupil was a coward who would flee at the sight of an ant. Siegelstein der Goldroggenfelder, was auch immer das sein soll. Wir müssen dahin. Krankenhaus. Anfallende Kosten kostenlos. Ist das immer kostenlos? Das ist die Frage. oder nur beim ersten Mal? Ich hoffe mal, dass das immer kostenlos ist. Oder ist es kostenlos, weil ich in der Nähe von dem Wegschrein bin? Das kann natürlich auch sein. Okay, auf ins Krankenhaus. Hoffentlich folgt mir niemand. Ach, da gibt es sogar nur noch die eine Auswahl. Das ist gut. Hallo, Schwesterchen. Ja, habe ich. Aber ich kann dich nicht ansprechen. Hallo. Hallo? You're back Doch, so soon. Ich kann's drücken. Did you find rancid powder? How are you feeling? Have you gotten any worse? Ich fühle mich super. Schön in Ordnung. Hier ist etwas ranziges Pulver. I'm glad you're all right. The rancid powder you brought is high quality. I'll make the mono calming potion for you right away. All right, here you are. Why don't you try it and see how it works? Danke für den Mana-Beruhigungstrank. Diese Harry Potter Musik dabei. How are you? Are you feeling any better? Ich spüre, wie sich das Mana beruhigt. Just as I thought. It's much more effective. I tried to improve the efficacy, but I didn't expect the results to be this good. The calming potion's effect is very effective this time. I need to bring this to my sister right away. But as you know, I'm in no position to be wandering around outside. Ich würde deiner Schwester den Beruhigungstrank geben. Thank you. This is the same calming potion that I made you. Please. Bring this to Mina at Windhill Shores. Only Mina knows where my sister is, you see. Xeroth's men might follow me and find my sister if I go see her myself. Xaroth? Yes, Xaroth, the leader of Laslin's Archeum unit. He's one of the Khazar's top commanders. He wants the power of my sister's star fragment and will stop at nothing to get it. You see, if the power is strong enough, the mana will go into a frenzy. The calming potion is controlling your power for now, but you can't hide from Xaroth forever. Please, be careful. Jetzt, da du den Beruhigungstrank getrunken hast, siehst du viel besser aus. Ich hoffe, keine Ahnung, was sie hofft. Das darf man sich nicht durchlesen. Okay, verlasse das Krankenhaus. Würde ich jetzt machen. Allerdings, bevor ich jetzt das Krankenhaus verlasse, würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Das ist doch recht perfekt jetzt gerade dafür. Und dass wir dann in der nächsten Folge nachschauen werden, wo wir genau hin müssen und ja, also wo die, ich weiß nicht mehr, wie sie jetzt hieß, die Schwester von ihr ist und dass wir ihr den Trank dann auch geben können. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!